Servus Leute, ist wieder Davok mit einem weiteren Guide. In diesem Video behandeln wir die Pfeifen mit besonderer Hinsicht darauf, in welcher Reihenfolge wir sie abschalten. Viel Spaß damit! Dann fangen wir mal an mit den Pfeifen. Die allererste Einstellung würde ich empfehlen, ist die folgende. Ihr habt noch keinerlei Rennerfahrung whatsoever. Ihr fangt an mit, ich würde schon von Anfang an sagen, Bremsassistent aus, damit ihr gleich lernt, ich bin selber verantwortlich für Bremsen, der Computer bremst nicht für mich, weil ihr euch schon gleich falsch angewöhnen würdet, ah, ich kann hier volle Kanne durch die Kurve oder mit Medium Speed dadurch, weil der Computer bremst für mich. Also Bremsen und Gas sind die fundamentalsten Dinge in dem Rennsport und die solltet ihr von Anfang an selber machen. Anti-Blockiersystem, das sind die Vorderräder, dass sie nicht blockieren bei zu krassen Bremsen, das lasst ihr an, dann werden die nie durchdrehen. Traktionskontrolle könnt ihr auf komplett lassen, das ist dann, dass die Räder hinten nicht durchdrehen, wenn ihr zu viel Gas gebt. Dynamische Ideallinie lasst ihr auf komplett, dann seht ihr jederzeit, wo die Ideallinie ist und wann ihr bremsen sollt und so weiter. Sehr, sehr wichtig für besonders Einsteiger. Selber schalten, lasst ihr auf Automatik, lasst ihr jemanden schalten automatisch. Boxenstopp-Assistent an, das heißt, ihr könnt einfach in die Box fahren und müsst nichts weiter anschalten und ausschalten und wieder losfahren etc. Ihr müsst euch keine Sorgen machen um Geschwindigkeitslimit. ERS, DRS und Benzinhilfe, die empfehle ich schon, solltet ihr auch von Anfang an aushaben. Das sind Einstellungen, die ihr sowieso relativ selten im Rennen benutzt. Aber ihr solltet euch jetzt von Anfang an schon dran gewöhnen, wann mache ich das, wann mache ich es an, wann mache ich es aus. Also deswegen hier auch die drei aus. Also das wäre die Ausgangslage, die erste Einstellung, die ich jedem Fahranfänger empfehle, der anfangen will in die Rennsimulation. Dann fahre ich ein Stück mit diesen Einstellungen und gebe ein paar Erklärungen, worauf es da ankommt, was ihr beherrschen sollt, damit ihr irgendwann den nächsten Schritt gehen könnt. Also wichtig hier, dynamische Linie, richtet euch danach, sobald die rot wird, dann bremsen und dann lenkt ihr ein, bei grün könnt ihr wieder Gas geben. DRS und ERS, wie gesagt, ist wichtig, wir haben hier jetzt DRS-Zone gleich rechts unten in 150 Meter, da gibt es auf jeder Strecke mindestens eine, manche Strecken haben mehrere, dann könnt ihr euch gleich angewöhnen, welche Positionen an den verschiedenen Strecken haben diese Zonen. Jetzt wieder hier bremsen. Versucht dann auch mal vielleicht ein bisschen laufen zu lassen. Ihr müsst nicht immer komplett bremsen, bis es von rot auf grün ist. Wenn ihr gelb habt, könnt ihr es vielleicht auch mal ein bisschen laufen lassen. Also rollen lassen in dem Fall und dann kommt ihr hier ganz gut durch. Wenn ihr dann den Track meistert, ihr so, okay, ich komme hier gut durch, alles prima. Gewöhnt euch auch mal dran, so, okay, wann könnte ich denn jetzt mein Benzin erhöhen, mein Benzingemisch erhöhen. Auch das könnt ihr dann während dem Rennen mal benutzen. Wenn ihr hinter einem herfährt und könnt ihr nicht überholen, dann schaltet ihr das Benzingemisch runter auf Marker. Wenn ihr dann zum Beispiel freie Fahrt habt oder müsst aufholen oder gerade, was auch immer, schaltet hier Benzingemisch auf Fett. Das heißt, ihr verbraucht mehr Sprit. Behaltet das einfach im Auge, damit ihr nicht vergesst. Und keine Sorge, Jeff wird euch informieren, wenn ihr dann zu viel verbraucht und nicht mehr ins Ziel kommen würdet. Bei Geraden oder so, hier dann jetzt das Überholen-Knopf ansetzen, wenn ihr überholen wollt. Ihr seht, rechts unten wird es gerade verbraucht. Jetzt habe ich mehr Energie, gehe auf Topspeed. Einfach, dass ihr euch mal dran gewöhnt, okay, hier lange Gerade, hier bietet es sich vielleicht an, jetzt das hier mal anzuschalten, um mehr Topspeed zu bekommen. Und am Ende der Kurve mache ich es einfach wieder aus. Und ja, das war für den Einstieg. Die Eingangseinstellung, achtet darauf, die Basics, fahrt nach der Linie. Bremst nach der Linie, gebt Gas und dann solltet ihr sehr, sehr schnell sehr gute Performance abliefern mit diesen Einstellungen. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon zur nächsten Pfeife. Was schalten wir als nächstes um? Let's go! Ihr habt die Basics gemeistert, ihr wollt jetzt die erste Fahrhilfe ausschalten, wisst nicht welche, wo soll ich ansetzen? Stellt euch erstmal selber die Frage, was wollt ihr denn von diesen Pfeifen? Wollt ihr einfach schneller werden? Oder wollt ihr ein intensives Fahrerlebnis erhalten? Weil natürlich haben alle diese Fahrhilfen Auswirkungen auf beide dieser Punkte.
Nur manche Pfeifen haben viel mehr Einfluss auf, ich bin jetzt schneller, deutlich schneller, aber mein Fahrverhalten oder mein Fahrerlebnis hat sich nicht viel verändert. Und dann gibt es genau andersrum, ein sehr intensives Fahrerlebnis ändert sich dadurch. Also es ist realistischer, es wird viel anstrengender für euch, aber es macht euch nicht unbedingt schneller. Und ihr müsst für euch entscheiden, was wollt ihr denn? Wollt ihr das volle Paket, beides? Wollt ihr vielleicht nur das eine, ich möchte möglichst schnell sein? Oder mir ist eigentlich egal, wie schnell ich bin, ich möchte einfach nur ein sehr intensives Fahrerlebnis. Und jeder dieser Pfeifen hat natürlich entsprechende Auswirkungen darauf und ich möchte darauf auch eingehen. Der nächste Schritt, den ich empfehlen würde, ist, wenn ihr hier so die Basics habt, der nächste Schritt ist, Traktionskontrolle von komplett auf Mittel einzustellen. Das hat schon einen sehr, sehr krassen Effekt auf eure Geschwindigkeit. Also ihr werdet damit deutlich schneller Rundenzeiten absolvieren. Mindestens eine Sekunde würde ich hier mal tippen, wenn nicht sogar noch mehr. Ihr könnt dynamische Fahrlinie hier dann auf nur Kurven machen. Wichtig ist bei der Ideallinie eigentlich nur, dass ihr wisst, wo müsst ihr bremsen. Wo ist der Bremspunkt? Deswegen ist das eine sehr große Hilfe. Für die Geraden braucht ihr nicht unbedingt die Ideallinie, das solltet ihr mittlerweile wissen, also das könnt ihr mit abschalten. Getriebe lasst ihr noch auf Automatik und Boxenstopp-Assistent an auch. Also der nächste große Schritt ist einfach Traktionskontrolle auf Mittel, worauf es darauf ankommt, worauf müssen wir jetzt achten, das zeige ich euch jetzt, indem wir noch ein bisschen damit fahren. Let's go! So, dann haben wir das nächste Setting von Pfeifen. Wir sind jetzt bei Traktionskontrolle Mittel. Und es ist wichtig, dass ihr jetzt euch mal am Kopf verwirklicht. Ich kann jetzt hier nicht einfach immer mehr Vollgas geben. Dann bricht es mir immer ein bisschen hinten aus. Also ihr müsst an manchen Stellen jetzt darauf achten, dass ihr nicht volle Kanne immer Gas gibt. Also ihr habt rechts unten auch zwei Regler. Ich drücke jetzt mal Gas durch, dann seht ihr den in vollgrün. Und ich gehe mal voll in die Eisen, dann seht ihr auch den komplett rot. Das sind so eure Regler und wenn die voll sind, dann habt ihr natürlich vollen Ausschlag. Und wenn ihr Traktionskontrolle Mittel habt oder auch später dann aus, dann ist wichtig, dass ihr dann mit Gefühl rangeht. Also erst bei Gas, was Gas angeht, langsam Gas geben und dann mehr, damit die Reifen hinten nicht durchdrehen. Ich kann euch das jetzt mal hier in einer Kurve zeigen, wenn ich jetzt hier einfach durchdrehe, so wie mit voller Traktion. Wenn ich jetzt hier voll durchdrehe, dann dreht es mir hinten durch. Und das hat einfach zur Folge, weil ihr jetzt Traktionskontrolle Mittel habt, dass das System Traktionskontrolle verhindert nicht mehr, dass es hinten durchdreht. Also es verlangsamt euch bewusst nicht mehr, sondern nur noch zur Hälfte, zum Mittel. Und ihr müsst dann selber ein bisschen mit vorsichtig Gas geben und dann, wenn ihr oben seid und das Auto gerade ausgerichtet habt, dann könnt ihr wieder volle Kanne Gas geben. Dass ihr euch einfach das dran gewöhnt. Ihr werdet einfach dadurch schon, dass ihr von Traktionskontrolle komplett auf Mittel wechseln, unheimlich viel schneller sein. Also das wird ein riesen Sprung von der Geschwindigkeit sein. Von Geschwindigkeit insgesamt seid ihr dadurch deutlich schneller. Rennerlebnis ist nur minimal anders. Also ihr werdet euch sehr schnell dran gewöhnen. Es ist eine Gewöhnungssache. Achtet einfach darauf, nicht bei besonders engen Kurven dann immer voll in die Eisen, voll ins Gas zu gehen, meine ich. Also mit Gefühl Kurve erst nehmen und dann mehr Gas geben, damit es hinten nicht ausbrecht. Denk dran, ein Auge auf so, wichtig ist auch, wenn ihr jetzt Traktionskontrolle Mittel habt, ihr könnt nicht mehr so intensiv lenken und Gas geben dabei, weil das System das nicht mehr abfängt. Also überlegt euch gleich, ruhige Bewegung beim Lenken, sanft und gleichmäßig und nicht mehr so ruckartig. Und auch beim Gasgeben nicht volle Kanne ruckartig. Ich nehme die Kurve jetzt hier nochmal mit ein bisschen mehr Gefühl. Langsam Gas geben. Und dann intensiver Gas geben. Das wird, wenn wir später die Traktionskontrolle aushaben, noch viel wichtiger. Aber ihr solltet euch jetzt schon mal dran gewöhnen. Also das ist erstmal eine Übungssache. Gewöhnt euch dran, bis ihr irgendwann das Gefühl habt, hier, ich drehe hinten nicht mehr durch, weil ich zu schnell zu viel Gas gebe. Das ist euer nächster Schritt, wenn ihr Pfeifen ausschalten wollt. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Ihr habt die Traktionskontrolle auf Mittel gemeistert. Sehr gut, seid stolz auf euch. Ein schwieriger Schritt und hat euch zeitlich sehr viel nach vorne gebracht. Der nächste Schritt wird vielleicht von allen Pfeifen der schwierigste. Und zwar, meine Empfehlung ist hier, eine Kombination aus zwei Pfeifen gleichzeitig auszuschalten.
weil ihr könnt euch mit der einen der anderen behelfen. Was ich genau damit meine, zeige ich euch jetzt. Also Traktionskontrolle auf Aus und Getriebe auf Manuell. Also selber schalten und Traktionskontrolle hinten komplett rausnehmen. Das heißt, ihr habt kein System mehr, was euch abbremst. Das heißt, ihr habt maximal Speed nach jeder Kurve, in jeder Kurve etc. bp. Aber ihr habt auch das maximale Risiko, weil ihr müsst das komplett kontrollieren. Ihr kriegt keinen Support mehr in dieser Hinsicht. Warum ich empfehle, diese beiden in Kombination zu machen, wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ich mache jetzt nur Traktionskontrolle aus und ich lasse noch automatisch schalten, dann werdet ihr sehr schnell merken, wenn ich einfach zu viel Gas gebe und dann einfach lenke, dann wups, ist es weg. Ihr habt sehr schnell Kontrollverlust, sehr, sehr schnell. Das geht schon bei den einfachsten Kurven, wenn ihr das damit macht. Nur Traktionskontrolle aus und automatisch noch schalten. Ihr könnt dem Ganzen entgegenwirken, indem ihr dann selber schaltet. Also ihr seht hier, es dreht schon sehr schnell durch, ihr müsst damit sehr viel Gefühl dran gehen. Und das Problem bei dem Gefühl ist, ja, ihr werdet es irgendwann meistern, aber ihr werdet immer sehr vorsichtig sein und das wird viel Zeit kosten, dadurch, dass ihr vorsichtig fahrt. Also meine Empfehlung in dieser Hinsicht noch auf manuell mitzunehmen, also selber schalten. Dann habt ihr nämlich selber die Kontrolle über das Ganze. Also ihr könnt nicht zu schnell und dann dreht ihr durch. Es wird euch natürlich immer noch passieren, wenn ihr euch verschaltet etc. pp. Wir machen hier mal Platz, hinten kommt gerade einer. So, also was Schalten angeht. Meine Empfehlung ist hier, wir haben zwei Optionen bei Schalten, die euch helfen können. Wo ich aber sage, gewöhnt euch die erst gar nicht an. Also ihr könntet bei Getriebe hier Schaltgetriebe und Empfehlung. Wenn wir das anhaben, dann könnt ihr rechts unten sehen in Rot der empfohlene Gang. Und wenn der sich ändert, dann habt ihr immer so eine Art Spicker, den ihr unten angucken könnt. Ist meine Empfehlung, macht das nicht, weil euer Blick wird dann immer nach unten gehen und euch immer von dem Geschehen ablenken. Was ich empfehle, fahrt nach Gehör. Also ihr hört schon sehr gut, wann ihr schalten solltet. Wenn ich jetzt hier runtergehe, ihr hört das. Das ist schon längst überfällig. Hochschalten. Und hochschalten. Ihr hört das. Also fahrt nach Gehör. Hier gibt es auch noch eine zweite Hilfeeinstellung, die man machen kann. Das habe ich persönlich nicht gemacht, aber ihr könnt das machen. Ist hier der Hochschaltton. Dann kriegt ihr jedes Mal einen Ton, wenn die optimale Drehzahl erreicht ist, zum Hochschalten. Das kann euch für den Einstieg helfen beim Schalten. Hört ihr das? Ich schalte jetzt hier runter. Und gleich geht die Drehzahl hoch und der Piepton kommt. Dann kriegt ihr immer so einen Signalton. Ist für den Einstieg vielleicht ganz hilfreich, aber A, mich persönlich hat dieser Piepton irgendwann tierisch genervt. Holy shit. Und zweitens, ihr hört nicht mehr den Motor so optimal. Also ihr solltet euer Gehör nach dem Motor ausrichten, nicht nach dem Piepton. Also meine Empfehlung, auch hier diesen nicht zu nutzen. Aber ich wollte es einfach nur mal zeigen. Dem einen oder anderen hilft das vielleicht. Also wenn ihr das nutzen wollt, nutzt es. Meine persönliche Präferenz ist das nicht. Ich nutze das nicht. Beim Schalten ist wichtig, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel auf der Geraden seid, hochschalten, Vollspeed und kommt jetzt hier in die Kurve. Wenn ihr runterschaltet, bremst ihr automatisch ab. Motorbremse. Also die Drehzahl geht höher als eure Speed. Das heißt, der Motor bremst euch ab. Das heißt, ihr müsst teilweise auch weniger bremsen, weil der Motor für euch bremst. Meine Empfehlung, wenn ihr jetzt da Vollspeed, Achtergang, die Gerade jetzt gleich nehmt, schaltet die ersten paar Gänge sehr schnell runter und dann die letzten 1-2 Gänge dann langsamer mit Gefühl an der richtigen Stelle. Ich zeige euch das jetzt mal, was ich meine hier. Also hier dann schon runterschalten und den letzten vielleicht hier jetzt erst am Ende. Das ist jetzt nicht ein perfektes Beispiel. Wir schalten jetzt hier wieder hoch, runter. Dann gehen wir hier gut durch. Nach Gehör fahren. Ist die Drehzahl zu hoch? Nein. Hier kann man runterschalten. Wieder hoch. Und dann fahren wir hier subi durch die Kurven. So, das war es dazu. Was die Traktionskontrolle angeht mit aus, achtet darauf, wenn ihr beschleunigt, also zum Beispiel jetzt hier diese Kurve ist ideal zum Erklären,
Wenn ihr die Kurve nehmt und seid ungefähr noch an dieser Stelle, also in der Kurve, gebt noch nicht Vollgas, weil eure Traktionskontrolle, die vorher auf Mittel oder Voll war, fängt dann das ab. Wenn ihr jetzt hier Vollgas gebt, dreht ihr durch. Also gebt in der Kurve nur ein bisschen Gas und dann, wenn euer Auto gerade ausgerichtet ist, dann könnt ihr voll durchheizen. Also erst dann. Davor dann nur vorsichtig Gas geben. Das ist wichtig. Damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, wann gebe ich Gas und wann muss ich mit Gefühl Gas geben. Diese Einstellung hier, also selber schalten und Traktionskontrolle aus, wird von allen Fahrhilfen, die ihr ausschaltet, die größte Hürde für euch. Es hat aber sowohl zeitlich gesehen als auch Feeling, Rennerlebnis, hat es den größten Impact. Also selber schalten wird riesen Impact haben und komplett Traktionskontrolle aus auch, denn ihr werdet überhaupt keine Bremse mehr vom System haben. Ihr habt immer maximal Speed auf das Ganze. Wir fahren hier mal in die Box und dann kommen wir zur letzten Bahn. So, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, klopft euch selbst auf die Schultern. Der schwerste Part liegt hinter euch. Traktionskontrolle aus und selber schalten ist sehr, sehr schwierig. Auch viel Übung. Und ihr könnt echt stolz auf euch sein. Die letzten Schritte teile ich noch in zwei auf. Ich würde jetzt empfehlen, hier das Anti-Blockiersystem auszumachen. Das könnt ihr sehr schnell einfach meistern, erkläre ich euch gleich. Und weil wir gerade in der Boxengasse sind und jetzt rausfahren, können wir auch mal den Boxenassistenten und Freigabeassistenten ausmachen. Hier ist wichtig, wenn ihr aus der Box rausfahrt, habt ihr eine Maximalgeschwindigkeit. Wenn ihr eine Linie überschreitet, also die Grenze, dann müsst ihr einen Knopf drücken, damit dieser Limiter ausgeschaltet wird, damit ihr wieder Top Speed fahren könnt. Und mehr ist es schon nicht. Und das gleiche bei der Boxeneinfahrt, dürft ihr das Tempolimit nicht überschreiten, sonst kriegt ihr eine Strafe. Diese Einstellung ist ein pures Rennerlebnis fürs Feeling, das spart euch leider keine Zeit. Der einzige Vorteil ist, wenn ihr das mit dem Boxenstopp-Assistent aus habt, dass ihr, wenn ihr rauskommt, selber entscheiden könnt, wie aggressiv ihr wieder auf die Strecke zurück wollt. Wer das kennt, auf einer Vielzahl von Strecken verläuft die Ideallinie und die Boxenausfahrtlinie irgendwann ineinander und ihr crasht einfach in den anderen rein und ihr habt keine Kontrolle darüber. Dem könnt ihr damit entgegenwirken. Ich zeige das jetzt mal, wenn wir hier kurz rausfahren. Wir haben in dieser Hinsicht auch mal die Strecke gewechselt. Das wachsame Auge hat sofort erkannt. Wir befinden uns jetzt in Russland. Denn Russland hat zum Beispiel so einen Fall. Ich werde jetzt hier... hier ist jetzt der Limiter mit der Uhr. Also wenn ich jetzt hier Gas gebe, dann bin ich immer noch bei 60. Ihr seht das. Ich dürfte eigentlich schon mehr. Die Grenze war eben dahinter uns, da hinten. Aber ich muss erst den Limiter ausmachen, damit ich dann hier schneller werden kann. Das war's schon. Achtet dabei, wenn ihr hier rausfahrt. Ich fahre jetzt hier nochmal langsamer. Hier ist die weiße Linie. Die dürft ihr nicht überschreiten. Sonst gibt es eine Strafe. Ich werde das jetzt hier mal zeigen. Das dürft ihr auf keinen Fall machen, sonst gibt es echt Stress. Ihr müsst das bis zum Ende hier durchfahren, bis die Linie vorbeigeht. Und wenn der Assistent automatisch hier fährt, dann würde der euch hier so reinlenken mit sehr schneller Topspeed. Und hier ist die Ideallinie. Und dann müsstet ihr auch volle Kanne schon bremsen, weil dann kommt eine sehr enge Kurve. Ist ziemlich schwierig. Okay, das war's mit dem Boxenstopp-Assistenten. Was wir jetzt behandeln wollen, ist denk dran, ein Auge auf deine das ABS. Zu haben. Also, bei ABS. Wenn ihr zu viel Gas gibt und dann voll in die Eisen geht, dann blockieren die Reifen. Das hat bringt viele Probleme mit sich. Einmal bremst ihr nicht ordentlich. B, euer Reifenverschleif ist dadurch höher. Also der Gummiabtrieb ist höher, jedes Mal, wenn ihr die Reifen blockiert. Und dem zu entgegenzuwirken, müsst ihr einfach beim Bremsen darauf achten, dass ihr entgegengesetzt zum Gas geben, eigentlich genau das Gegenteil macht. Bei Gas geben ohne ABS ganz vorsichtig Gas geben und dann viel. Bei Bremsen ist genau andersrum. Viel bremsen und dann sanft von der Bremse runtergehen, damit ihr nicht in diesen Blockierstatus kommt. Ich will das hier mal zeigen. Also erst bremsen und dann weniger. Jetzt habe ich es zum Beispiel nicht optimal gemacht. Gucken wir uns das nochmal gleich an. Let's go. Also ein bisschen bremsen und dann loslassen. Sehr gut.
mal. So, wenn ihr jetzt die Reifen blockieren solltet, das passiert, macht euch da nicht verrückt. Wenn das der Fall sein sollte, und ihr dann einfach von der Bremse losgehen und nochmal bremsen, falls ihr noch zu viel Speed habt. Also wenn ihr merkt, es blockiert, ich bremse jetzt nochmal, es blockiert, dann lasst danach los, damit ihr das wieder löst, damit die Reifen wieder rollen und dann bremst wieder automatisch vorsichtig. Damit das allgemein nicht passiert, gebe ich euch noch einen Gedankengang mit, der mir sehr geholfen hat. Ihr dürft immer nur eins von beiden machen übertrieben. Also entweder bremsen oder lenken. Wenn ihr beides macht, dann blockieren die Räder. Das heißt, wenn ich anfange einzulenken und ich bremse noch, muss ich von der Bremse ein bisschen runtergehen. Je mehr ich lenke, umso weniger darf ich bremsen. Wenn ihr das im Kopf habt, dann wird das sehr einfach für euch, das Ganze hier zu meistern. Also entweder oder. Ihr dürft nicht beides 100% machen. Wenn ich hier jetzt Gas gebe und gehe dann Grenze und will hier lenken, dann passiert das. Also das dürft ihr nicht machen. Das habt ihr vielleicht euch schon angewöhnt, weil das ABS für euch das immer abgefangen habt. Also das ist wichtig. Und ansonsten, Bremsen haben die größte Wirkung, wenn ihr gerade ausbremst, in gerader Linie. Also wenn ihr vor einer Kurve steht, wie die hier, gerade bremsen und dann erst am Ende der Kurve einlenken. Und nicht schon so, wie jetzt, ich mache es jetzt mal vor, so schräg hier so. Dann passiert nämlich immer das mit diesem, das Reifen blockiert. Also gerade bremsen, dann einschlagen und die Kurve nehmen. Und dann werdet ihr ABS, Anti-Blockiersystem, super einfach meistern. Das ist wirklich keine große Hürde mehr. Ihr habt schon viel Schwierigeres geschafft. Das ist mein Tipp zu ABS. Und damit kommen wir zum letzten Part. Ich fahre jetzt hier nochmal die Kurve ganz bewusst mit der Fahrlinie. Und dann schalten wir im letzten Schritt die letzte Pfeife, die wir noch haben, die Ideallinie aus. Das ist meiner Empfehlung mäßig die letzte Pfeife, die ihr ausschalten solltet. Warum, kommen wir gleich dazu. Also nehmen wir erst nochmal die Kurve. Laut der Ideallinie ist es hier schön weit auszuholen. Und dann hier langsam nach innen fahren. Wenn ihr getreu dieser Fahrlinie entlang fahrt. Wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal anschauen, wenn ich die Fahrlinie ausmache und wir nehmen die genau die gleiche Kurve, einfach mal ideal, so wie es das Auto hergibt, ohne dass ich rausdrehe oder die Geschwindigkeit verliert, fahren wir genau das gleiche jetzt nochmal ohne Fahrlinie und ihr werdet sehen, dass die Linie, die ich da jetzt fahren werde, eine komplett andere ist wie die Fahrlinie. Also, bis gleich. So, hier nehmen wir jetzt die Kurve hier. Ihr werdet jetzt sehen, ich werde sehr schnell nach innen ziehen und auch innen bleiben. Weil ich muss ja nicht außen nehmen und innen werde ich dadurch dann deutlich Zeit gewinnen. Also Ideallinie wird euer Verständnis zu fahren komplett ändern. Ist es auch die meiner Meinung nach schwierigste Pfeife zu meistern, weil ihr müsst jede Strecke lernen ohne Fahrhilfe. Das ist immens schwierig und kostet immens viel Zeit. Also ihr müsst für jede Strecke, für jede Kurve euch einen Bremspunkt ausmachen, wo ihr dann bremst, wo ihr runterschaltet. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Und ihr kriegt natürlich ein Gefühl, Kurven sind sehr ähnlich auf vielen Strecken, aber ihr müsst euch immer Gedanken machen, wo bremse ich. Also jetzt zum Beispiel hier da, dieser schwarze Kasten, der da oben hing, war mein Anhaltspunkt. Hier rechts habt ihr wieder einen schwarzen. Jetzt habe ich komplett die Kurve nicht richtig genommen. Hier dann, wo der Kran rechts eben war für mich. Hier dann rollen. Einfach vom Gefühl, jetzt wieder hochschalten. Da seht ihr jetzt gleich wieder den Kasten. Manche Strecken haben dann auch so 100 Meter Boards, 150, 50 Meter Boards Abstand. Das hat nicht jede Strecke, wie die hier zum Beispiel, die das nicht. Da müsst ihr euch andere Anhaltspunkte sammeln. Also die 100 Meter Boards sind gute Anhaltspunkte. Und ansonsten achtet darauf, dass ihr feste Gegenstände nehmt. Nehmt keine Schatten oder so. Das hängt krass davon ab, welche Tageszeit es ist oder ob auch Regen ist oder nicht. Achtet darauf. Nehmt feste Gegenstände, die man nicht kaputt fahren kann, als Anhaltspunkt.
wie Curbs oder irgendwas, was da raushängt oder so. Und wir sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Und mit diesem Punkt möchte ich auch das Video beenden. Auch ich mache noch Fehler. Keiner ist fehlerfrei. Macht euch nicht verrückt, wenn es nicht klappt. Bleibt am Ball. Es heißt üben, üben, üben. Meine Empfehlung, geht keinen Schritt zurück. Nur weil ihr das Gefühl habt, ich bin jetzt langsamer oder es funktioniert nicht. Es kostet seine Zeit einfach. Jede Pfeife, die ihr ausmacht, wird euch verlangsamen, wird viel Zeit in Anspruch nehmen, das wieder zu perfektionieren. Aber wenn ihr alles aus habt, ist das ein komplett anderes Rennerlebnis. Und dieses Feeling, was man hier dann bekommt und den ersten Grand Prix mit allem aus, wenn man den geschafft hat und keinen Schaden hat und so weiter. Es ist ein Gefühl, was man nicht beschreiben kann, was ich jedem wünsche, dass er das mal selber erlebt. Das war meine Empfehlung von den Pfeifen, wie man ausschalten sollte. Also die Ideallinie ist der letzte Punkt zum allem aus. Wird auch von allen Pfeifen die meiste Zeit in Anspruch nehmen, weil ihr müsst jede Strecke neu lernen. Jede Strecke hat andere Anhaltspunkte, wo ihr dann bremsen müsst oder nicht. Deswegen schalte ich die als letzte aus. Ihr müsst alles andere schon selber automatismusmäßig schon beherrschen. Das muss ins Fleisch und Blut übergehen. Ihr müsst nicht mal nachdenken, wann ich schalte. Das geht nach Ton. Ihr müsst nicht mehr darauf achten, wie bremse ich etc. pp. Das ist alles schon in eurem Automatismus im Gefühl drin. Deswegen Ideallinie als letztes ausschalten. Und damit kommen wir zum Ende des Videos. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war aufschlussreich und die Pfeifen, besonders die Reihenfolge, wie schalte ich was ab, hat euch geholfen. Es hat Video diesmal ein bisschen, ein längeres Video, den Rahmen gesprengt, aber ich denke, hier ist auch viel, viel, worüber man reden kann. Das war meine Empfehlung. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es mir, indem ihr den Like-Button smasht. Subscribe den YouTube-Kanal für noch mehr Sim Racing Content, Formel 1 2020 aktuell. Das 21 kommt ja auch schon sehr bald. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, jeden, der mich hier bei diesem Projekt unterstützt. Und es hilft mir, aus meinem Hobby vielleicht irgendwann mal mehr werden zu lassen. Vielen, vielen Dank. Passt auf euch auf. Habt noch einen schönen Tag. Das war euer Davok. Bye, bye.